denk dran, es ist ein Mehrteiler. Den ersten Teil, den findest du da oben in der Ecke. Hier habe ich mein neues Projekt, filme ich schon eine ganze Weile dran. Hier soll ein Mäuerchen herkommen in der Einfahrt. Da soll auch ein Briefkasten rein, eine Lampe obendrauf und die Mülleimer dahinter, dass die so ein bisschen versteckt sind, sind ja nicht gerade die hübschesten Dinger. Mäuerchen bauen habe ich ja schon mal gemacht, einmal im Garten. Aber ich habe jetzt hier diese Kalktuffsteine, die sind für mich nicht einfach zu bearbeiten. Und da brauche ich jetzt endlich mal einen Fachmann. Das ist der Tobias. Tobias Kabel hat einen eigenen Kanal und du bist Steinmetz. Steinmetzmeister und staatlich geprüfter Restaurator im Handwerk. Perfekt. Das ist für mich natürlich genial. Wir haben gerade hier das Garten-YouTuber-Treffen 2018 im Rigottiland. Tobi ist dabei. Und das nützt sich natürlich schamlos aus, um ein bisschen Wissen anzueignen. Ja, kein Problem. Gerne. Dass du mir mal zeigst, wie man solche Steine hier ordentlich bearbeitet. Ja. Habe ich nämlich total meine Schwierigkeiten. Ich habe Hammer, Fäustel, einen Meißel, hau drauf und bin am Abend total fertig, weil mir alles wehtut. Ja. Vielleicht kannst du mir mal zeigen, wie man das, wie es ein Profi macht. Ja, auf jeden Fall. Das ist eigentlich nur am Anfang, wenn man dann ein bisschen weiß, wie es geht, ist es eigentlich relativ einfach. Cool. Ja, auf jeden Fall. Du hast mir auch gesagt, du hast ein bisschen was an Werkzeug mitgebracht. Genau. Okay. Schau mal, Tobi, hier ist mein Steinbruch. Ja. Habe ich mir mal mit dem LKW oder mehrere LKW Steine hinfahren lassen. Die kamen aus einer alten Mädchenschule, die sie abgerissen haben. Okay. Mehrere hundert Jahre alt. Ja. Und die Steine, wo wären die gelandet? In der Schreddermaschine. Ja, definitiv. Ja. Und das ist natürlich so schade. Sollen wir uns mal einen aussuchen, den da? Ja, können wir machen. Den würde ich vielleicht sogar nehmen hier. Das. Ziehen wir den doch mal raus. Ja. Ja, ein Steinmetz hat keine Kraft. Komm. Der hängt. Füß weg. Laden wir dann auf. Fahren den mal darüber an den Ort des Geschehens. Ja. So, gutes Stück. Den legen wir mal daher. Ich habe schon ein paar historische Werkzeuge mitgebracht. So der Zweispitz, der ist sogar noch von meinem Uropa früher, der war auch Steinhauer. Dann haben wir hier einen Stockhammer, das sieht so ein bisschen aus wie so ein historischer Schnitzelklopfer. Ein Flächenbeil, das ist so die typische Oberflächebearbeitung in der Gotik, wurde mitgemacht. Und das ist das absolute Höllenwerkzeug für die Lehrlinge in der Ausbildung, das ist der sogenannte Krönel. Sind ja Dinger. Ja. Sieht ein bisschen aus wie Folterwerkzeug, ne? Also wenn man es lernt und es noch nicht oft gemacht hat, ist es auch Folter. Ah, wir sind am Ende Arsch. Du. Das langt ja, dass du da ein bisschen mal eine grobe Einweisung kriegst, wenn man so ein Ding zurichtet. Okay. Die zwei Seiten sind ja schon relativ gut, schön, ne? Da erkennt man, wie der Stein lag. Und hier habe ich jetzt so einen Mordsbuckel drin, zum Beispiel. Ja. Oder auf der anderen Seite diese Erhöhung. Also ich würde jetzt so anfangen, dass ich mir die Seite hier einigermaßen gerade mache, dass ich hier wieder eine Lagerfläche habe, dass du da die nächste Schicht wieder aufbauen kannst. Okay. Guck mal, jetzt haben wir den doch eh drüber gezogen, da können wir es doch auch da drauflegen auf das Ding. Und dann ein bisschen drehen, oder? Ja. So, ich würde das jetzt so zeigen, wie ich es auch im Lehrling bei mir im Betrieb zeigen würde. Ich mache jetzt eine Seite grob vor und dann zeige ich schon mal die andere Seite an und dann kannst du dich dann mal austoben. Okay. Also ich würde jetzt, man geht normal immer, wenn man so einen Rohquader hat und da draus einen Verarbeitungsquader machen will, nimmt man eigentlich immer den tiefsten Punkt an. Ja. Das wäre jetzt hier, aber ich finde, das ist viel zu viel Material. Eine grobe Mauer mitbauen, das wäre das ganze Material verschenkt. Ne? Ja. Und da würde ich jetzt dann, wenn ich mir das Ding jetzt so angucke, so vielleicht das annehmen und rüberziehe, dann kannst du die Seite drauf arbeiten und die Seite drauf arbeiten und hast ganz wenig Material eigentlich bloß verloren. Ne? Okay. Es ist ja eh so, dass die anderen auch nie schöne, glatte Flächen haben. Das heißt, ich muss jeden Stein ja auch einzeln anpassen bei so einer Trockenmauer. Wobei, das gibt keine Trockenmauer, da gibt's, arbeite ich mit Mörtel hier. Ja. Weil eine Trockenmauer muss ja immer irgendeinen Hang anlegen.
Entweder das oder du musst halt wirklich zwei Seiten. Mit Zwickel unterbau, dass kein Stein wackelt und dass ich nichts drauf verschieben kann. Also das ist dann die große Kunst. Es ist eine größere Kunst, eine Mauer ohne Mörtel aufzusetzen wie mit Speis zwischendrin. Genau. Weil da kannst du halt viel mit ausgleichen und das kannst du mit bei einer Trockenmauer einfach nicht machen. Da musst du dann so kleine Schreppe oder Zwickel, sage mir dazu, in die Fuge reinstecken, sodass das alles nicht kippeln kann. Nicht kippelt, genau. Also ich würde mir das jetzt dann da so grob mit dem Bleistift anzeichnen, dass ich weiß, wo ich lang muss mit meinem Eisen. Beim Kalkstein sieht man den Bleistift eigentlich relativ gut. Beim Sandstein würde ich das dann mit einer Diamantreißnadel noch eingrätzen, sagt der Steinmetz dazu. Ja. Hier ist jetzt so das typische Steinmetzwerkzeug, so ein bisschen Handgeschirr, sagt der Steinmetz. Und hier geht es auch immer, es wird immer von grob nach fein und der Rechtshänder arbeitet immer von rechts nach links gearbeitet. Das hier ist jetzt so ein sogenannter Sprenger oder Setzer, das ist so um das grobe Material wegzukeilen. Warum hat der so viel Masse? Das ist einfach. Hier die Schneide schneidet den Stein an und das ist dann wie eine Keilwirkung. Ah, und der schlägt es dann weg. Ah, ja, gut. Dann wird es weitergehen, das grob mit dem Spitzeisen drauf zu klopfen. Dann kommt das Zahneisen. Früher war das natürlich auch aus geschmiedetem Stahl, aber heutzutage nimmt man da einen Diamantstahl. Also wenn du hier so guckst, sind da lauter so kleine Diamant-Vidya-Einsätze eingearbeitet in den Eisen drin. Und zum Schluss wird es dann mit dem ganz normalen Handschlageisen das Ding drauf arbeiten. Man sagt immer, das ist ein Schlag, nennt man das. Das sind immer die vier Schläge. Ah, ja. Und in der Mitte des Fleisches stehen bleibt der sogenannte Bossen. Und man arbeitet immer dann vom Bossen weg. Ah, ja. Gut. Also das sind so die typischen Steinmetz-Fachausdrücke. Das ist halt am Anfang, wenn man zum Lehrling immer sagt, vom Fleisch weg, also die stehen die immer durch, wie so der Ochs vom Berg. Das war bei mir genauso, wie ich angefangen habe. Klar. Brauchst du irgendwas für Augen? Ich habe eine Schutzbrille dabei, aber das ist, wenn ich jetzt am Kalkstein rumkopf, ist ja weich, eigentlich, ne? Also, eigentlich nicht. Ja, da spritzt nichts wie beim Granit oder so, ne? Nee, das nicht. Beim Kalkstein und auch beim Sandstein, wenn ich von Hand arbeite, habe ich eigentlich nie eine Schutzbrille auf. Mhm. Aber wenn es dann Pressluft und Flex, immer Vollschutz. Dann, klar. Ja. Okay, gut. Das ist halt jetzt beim Kalkstein, der ist jetzt nicht so toll gelagert wie ein Sandstein. Das kann jetzt sein, wenn ich draufschlage, dass gar nichts wegfliegt oder dass ich den Setzer da richtig einkeile. Aber normalerweise geht es mit einem Schariereisen noch, da geht es besser. Ne? Beim Kalkstein geht es besser. Ah ja. Also beim Kalkstein kannst du dann auch so. Beim Kalkstein kann man auch zum Wegstemmen ein Schariereisen benutzen. Das ist ein bisschen schärfer und treibt sich schneller in das grobe Gefüge ein. Ah ja. Jetzt wird der Schlag grob mit dem Spitzeisen so ungefähr in der Breite von 5 cm ins Fleisch reingetrieben, wo ich ansetzen muss. Das ist jetzt ja hier beim Kalkstein, jetzt bin ich in so einem größere Loch drin, da verschwindet halt das Spitzeisen, ohne dass es irgendwas wegnimmt. Genau, wenn du Pech hast und weiter drauf klopfst, dann kriegst du irgendwann nicht mehr raus. Ne? Oder halt das Ding könnte sein, dass es komplett auseinanderbricht. Wenn du weiter in so Galle reintreibst, kann das passieren. So wie jetzt, wenn ich jetzt weiter klopfe, könnte es sein, dass das Ganze, das merkt man dann schon vom Gefühl her beim Schlagen. Aha. Mal versprechen, wenn du so. Da gibt es ja Stellen von dem Kalktuff, die sind ziemlich weich und andere sind bockelhart. Ne? Ja. Ganz unterschiedlich. Das kann, beim Travertin ist auch immer was drin mit eingeschlossen ist. Mhm. Also, ich hatte das ja vorhin schon mal gesagt, du siehst manchmal so ganze Baumstämme mit drin. Da kann natürlich dann auch mal bei der Ablagerung ein Stück Granit oder so zum Beispiel könnte auch dabei sein. Ja. Und das wäre dann halt knallhart, wenn du da drauf klopfst. So, und um den Schlag zu ziehen, langt das eigentlich schon. Der Schlag, der hat immer so eine Breite von 2,5 bis 5 cm, dass man die erste Seite durcharbeiten kann. Dann geht es weiter mit dem Zahneisen. Das ist ein typisches Knüpfeleisen. Also auf so ein Knüpfeleisen darf man nicht mit dem Fäustel hinten draufschlagen. Da hat man dann jetzt mittlerweile so einen Hartgummiknüpfel. Früher waren die natürlich aus Holz, sind aber nicht so lang haltbar. Also so ein Ding kauft ein Stein jetzt einmal im Leben. Und dann gut. Und auch hier fangen wir an von rechts nach links. Mhm. Dann gehen wir an unseren Bleistiftstrich entlang. Das heißt, da wird es jetzt eine schöne Fläche schon mal. Genau. Da.
Was ganz wichtig ist, ich sage ja immer von rechts nach links, aber die letzten 5 cm kommt man dann von der anderen Seite, weil wenn ich jetzt hier weiter rausziehen würde, wäre beim Sandstein ganz oft die Ecke einfach dann weg. Also Gefahr. Nie über die Kante raus. Okay. Und arbeitest du dich jetzt so langsam vor nur für die Kamera oder hättest du jetzt normalerweise dich einmal komplett jeweils durchgearbeitet? Nein, nein. Also ich würde jetzt die 4 Seiten, die 4 Grundschläge werden als erstes gezogen. Und du lässt dieses Mittelding Bossen, stehen? Der Bossen, den lässt du stehen. Ja, okay, genau. Dann habe ich es verstanden. So habe ich dann quasi meine Endtiefe. Die 4 Schläge sind für mich maßgebend und ich muss das in der Mitte runter arbeiten, um auf die gerade planebene Fläche zu kommen. Okay, okay. Hier komme ich dann von der anderen Seite entgegen. Und zum Schluss geht man dann nochmal mit dem Schlageisen drüber, dass man da eine ganz saubere, gerade Fläche bekommt. Also ich sage auch immer zu meinen Lehrlingen, das ist so ein Stein zu bearbeiten, das ist, geht immer nach demselben Prinzip. Ob du jetzt Figur machst oder Fläche irgendwo drauf schaffst, das ist wie Male nach Zahle, das ist immer das Gleiche. Mhm. Du fängst an und arbeitest einfach alles weg, was nicht wie das fertige Werkstück aussieht. Also das ist eigentlich, ich hatte es da gestern oben, haben wir uns schon drüber unterhalten, da habe ich auch gesagt, der Michelangelo hat ja mal gesagt, der David war schon immer in dem Stein drin, ich muss nur alles außenrum weghauen, ja, was nicht nach David aussieht. Sehr schön. Ja, in der Theorie hört sich das sehr einfach an, aber da gehört dann doch viele Jahre Praxis rein. 20 Jahre Berufserfahrung habe ich jetzt mittlerweile, also das merkt man dann schon. Und natürlich guckt man dann auch immer mal so im Winkel, ob das so einigermaßen gerade ist. Jetzt sieht man hier, in der Mitte habe ich noch so einen Hügel. Das dürfte ich jetzt nicht mal einen Lehrling zeigen, aber da kann man so leicht mit dem Winkel reiben und wo dann der Strich ist. Wenn man es zu oft macht, wird der Winkel dann natürlich irgendwann passend. Ah, okay. Aha. Das wird schon, ne? Wird schon Gräder. Sauber, ja. Von dem Zeug haben wir mal, von dem Zeug, vom Travertin haben wir in der Merkur-Tempel restauriert im Schlosspark in Schwetzingen. Also der ist komplett aus diesem Travertin gebaut. Und haben wir auch so richtige Kubikmeter-Blöcke verarbeitet. Wahnsinn. Und so wie der jetzt ist, also das ist eigentlich goldwertes Material, wenn das jetzt bei irgendeinem historischen Bauwerk sucht, wenn wird schon Haufen Kohle dafür kriegen, weil das gibt es halt einfach nicht mehr. Und ist es dann nicht eine Schande, sowas zu schreddern? Das ist doch natürlich schlimm. Das, ne? das ist auch eine Schande, irgendein, ich sag mal, so ein Elbgranit, der ein super tolle Grabsteinwein, das wird auch alles abgeräumt und geschreddert, weil der Kunde macht den Preis und das will einfach keiner bezahlen, das Produkt wieder aufzuarbeiten. Das ist Indien-Import wesentlich günstiger. Wahnsinn. So, und das würde es, also für eine Trockenmauerfläche würde das auf jeden Fall reichen, von gerade her. Ja. So, jetzt würde ich sagen, wir reißen die andere Seite an und dann kannst du mal drauf rum. Ja, buggy. Wie reiße ich denn hier an, wo ich überhaupt keinen Anhaltspunkt habe? Also ich würde mir jetzt... hier hatte ich ja eine gerade Fläche, aber hier ist ja gar nichts, ne? Genau. Arbeitest du auch mit Wasserwaage dann oder wie macht man das? Ja, ich würde die Wasserwaage zum Anzeichnen nutzen, aber jetzt hier irgendwas im Wasser auszurichten, um die Libelle der Waage zu nutzen können, das macht eigentlich keinen Sinn. Nee. Mir würde jetzt hier den zweiten Schlag, den ziehst du jetzt und dann wird eigentlich der dritte Schlag ersehen, heißt das. Genau. Du hast ja dann hier dein Fixpunkt und den Fixpunkt hier entlang. Dann würdest du hier einen Winkel oder eine Richtlatte rüberlegen und von dem Endpunkt die Unterkante der Latte hier drüben anvisieren und das auf die andere Seite projizieren und dann ergibt es hier automatisch deinen Anriss für den dritten Schlag. Das verstehe ich, aber wie kriege ich hier? Hier machen wir doch jetzt weiter. Genau. Wie kriege ich hier jetzt den Anriss hin? Ist das Pi mal Auge? Oder genau, Pi mal Auge. Ah, das echt wahr? Okay. Der zweite Schlag wird nach Auge angerissen. Kannst du so ungefähr gucken. Tiefer? So? Nee, also hin musst du höher, wo der fertige Schlag schon ist. Da könnten wir jetzt, Wasserwaage, da legen wir da Wasserwaage drauf und dann kannst du den Winkel... Ja, so genau muss es jetzt gar nicht sein. Also das machen wir wirklich Pi mal Daumen und dann kannst du... Mit dem hast du gestartet, ne? Genau. Bisschen noch hier ohne Kippe, dass das Eis schon die Sprengwirkung noch over hat. So? Ja, genau. Je waagrechter du es hältst, desto mehr Zug hast du in die Fläche. Ah, also das habe ich mehr Sprengwirkung. Genau, das kannst du schon steuern. Genau.
Und das wäre jetzt so die typische traditionelle Bearbeitung. Wenn ich das jetzt in der Werkstatt machen würde, würde ich das auf der CNC-Säge ausrichten, einmal mit dem Blatt durchfahren. Und Wahnsinn, und wär, ja. Ich meine, irgendwann geht es dann ans Geld verdienen, dann müssen natürlich die Maschinen zum Einsatz kommen. Ja. Du siehst auch, ich mache das deutlich schneller als du. Ich habe halt da auch schon viele Jahre Erfahrung, wie du siehst. Das merkt man sofort. Das ist natürlich, ich meine, ich habe das in der Ausbildung 3 Jahre von Hand gemacht, aber das ist halt wirklich heute nur noch mit Maschine sowas zu machen oder beziehungsweise mit Pressluft. Und wenn dann irgendjemand was erklärt, muss ich auch wieder vorher, also wenn ich jetzt anfangen würde, morgen einen Lehrling auszubilden, würde ich jetzt heute noch einmal so für mich von Hand das durchgehen, dass ich das noch einmal gemacht habe, weil das macht man irgendwas so. Sowas macht man höchstens, wenn man historische Steine nachbearbeiten will, dass du auch die Bearbeitungsspuren drin hast. Ja. Ne? Genau. Du wirst dann aber mit der Maschine trotzdem die Vorarbeit leisten und dann die historische Oberfläche, die Endbearbeitung drauf machen. Okay. Das siehst du dann auch ganz oft, wenn das dann, ich sag mal so Billigheimer Firmen sind, da ist dann auch die historische Oberfläche mit Maschine gemacht. Und der Laie, der erkennt das wahrscheinlich überhaupt gar nicht. Aber das ist diese Regelmäßigkeit genau, und so. Ne? Genau. Und der Steinmetz, der wird dann sagen, was hast du denn da gemacht? Komm jetzt aus. Ne? Weiter noch? Oder? Nee, das reicht das für reicht? Dich, dass du das siehst, wo das lang geht. Dann geht es weiter mit dem Spitzeisen. Aber da wir hier relativ viel Fleisch habe, da würde ich jetzt erstmal von oben anfangen, oben ein bisschen wegzuspitzen und nicht direkt hier ohne schon reintreiben. Das ist einfach zu weil viel. Weil es zu viel Arbeit ist oder weil das. Das wirst du nicht wegbringen. Das ist einfach zu viel, zu viel Fleisch am Boden. Auch hier so ein bisschen. Probier einfach mal, das merkst schon, ob was wegkriegt oder nicht. Achso, ich wollte ja ein bisschen weiter oben anfangen. Den Fäustel, den du jetzt nutzt, das ist auch ein historischer Fäustel, der hat eine Rundfläche. Also der trifft immer Punkt auf Punkt, nicht wie bei so einem Baumarkt, Fäustel, gerade Fläche auf eckige Kante. Ne? Also das ist zum Punkthauen. Also das ist auch schwieriger mit dem am Anfang, wenn man so einen Baumarkt-Fäustel, sag ich mal, gewohnt ist, dann gibt es doch öfters mal NFT-Daumen. Aha, okay. Geh ruhig noch ein bisschen weiter hoch und hau das echt von oben runter. Dass du genau. Also das sehe ich schon, dass du das schon öfters gemacht hast. Das haben wir mit Fäustel und Spitzeisen gearbeitet. Ja, aber es ist schon brutal anstrengend, finde ich. Irgendwann gebe ich dann auch wieder auf. Ja. Weil irgendwann. Das, ich glaube, wenn man nicht die richtige Arbeitstechnik hat, dann ermüdest du da ziemlich schnell, ne? Ja, vor allem jetzt so hier zum Zeigen. Wir sind jetzt hier die ganze Zeit in der Hocke. Wenn du das in der Werkstatt machen willst, würdest du es natürlich auf den Bock in richtige Arbeitshöhe legen, dass du keinen Buckel machen musst. Ja. Oder du gehst halt immer so ein bisschen in die Knie, beziehungsweise in so einen Spreizfüßlerstand, sodass du nie den Rücken krumm machst. Okay. Der Rücken muss immer aufrecht sein. Das ist so das typische Ding, das der Steinmetz hat, ist Rückenleiden oder halt die Staublunge. Aber jetzt hier beim Travertin brauchst du dir gar keine Gedanken machen, weil da ist hier kein Quarz drin. Genau, das Quarz, was du auch zum Sandstrahlen nicht mehr nehmen darfst. Genau, ne? Quarzsand. Genau. Also ich brauche gar nicht weiter rein, ne? Nee, wir wollen ja nur diese Fläche genau, da haben. Genau. Was man jetzt hier auch bei dir sieht, das ist so oft am Anfang, das ist so die typische Ungeduld. Es muss jetzt vorwärts gehen. Ja, klar. Das sagt man einmal zu de Lehrlingen, von oben weg, da wird aber trotzdem dann unten reingetrieben, weil es muss schnell gehen. Das ist ganz normal. Das war bei mir genauso. Okay. Das ist aber so das Typische, der Zwang, schnell vorwärts zu kommen irgendwie. Das hat man immer am Anfang. Das ist dann. Also man macht es sich einfacher, meinst du, wenn du von oben ein bisschen langsamer machst? Genau. Okay, genau. Hast nicht so viel Material, das du wegsprengen musst. Du hast immer das Gefühl, dass das länger dauert, wenn du so oben anfängst und nur wenig wegarbeitest. Aber dafür musst du, um so ein kleines Stück wegzuschlagen, bloß einmal aufs Eisen draufklopfen und du klopfst dann da 10-mal, bis dann ein mittlerer Brocken quasi wegfliegt. Okay, verstehe. Also doch, dann lieber hier so. Zack. Und sich so dann runterarbeiten. Genau.
Ich meine, wir können jetzt auch da die Ecke dort, das ist ja schon gut, da kannst du jetzt mal anfangen mit dem Zahneiser und mit dem Knüpfel, der das, dass du mal ein Gefühl dafür kriegst. Ja. Und guck mal, du gehst jetzt gerade rein. Ich würde das immer so zu zwei Drittel schräg ansetzen. Ah, ja. Also das steht immer raus. Wenn du das so gerade an Eschens treibst, ist es eher so, dass du es in den Stein reintreibst, ja, weil du das Gefühl nicht hast. Wenn du das schräg ansetzt, hast du da mehr Gefühl drin, okay, wie das Eisen in der Waage steht beim Hauen. Genau. Das ist jetzt natürlich beim Kalkstein, dann kannst du ja fast lutschen. Aber wenn jetzt so auf dem Granit, würde es natürlich nicht so toll gehen. Oh ja. Ja, aber das hast du echt schon gut im Gefühl. Ah ja, und hier bei der Ecke dann natürlich wieder von links nach rechts, ne? Genau. Wenn so gut die Lehrlinge zuhören würde. Die haben noch andere Flausen im Kopf, die Lehrlinge. Ja, gell? Das ist heutzutage ganz schlimm. Hier breche ich jetzt nicht weiter weg, sondern das Ding ist nur, um diese Fläche, die ich gemacht habe, genau so, schön zu bearbeiten. Genau, ja? Genau, dass du dann einen geraden Rest kriegst. Und dann nochmal am Schluss mit dem Schlageisen. Mit dem Schlageisen. Gleiche ist auch so schräg. Genau, auch wieder schräg, ja. Und da sollte man natürlich mal mit der Winkel drauf. Oh. Ja, das schaut doch schon gut aus. Besser hätte ich es auch nicht hinkriegen. Das ist Rigotti. Und das hier ist Kabel. Na, da erkennt man schon. Profi bearbeitet hier. Und hier Semi-Profi. Ja, aber es ist wirklich gut für den Anfang. Also das ist... Da habe ich schon viel Schlechteres gesehen. Und man muss auch dazu sagen, der Travertin ist jetzt nicht ein dankbares Gestein, um jetzt da gerade irgendwas zu bearbeiten, weil du hast halt echt immer die Löcher, das Eisen, das haust dann in die Fläche rein und so. Das darum geht es ja auch nicht bei dem Travertin. Genau. Ne? Ja. Würde das jetzt so reichen für die erste Kante, ja, um den Ossen stehen zu lassen? Ja? Man muss immer sagen, wir wollen Mauerstein machen, das soll nicht Skulptur oder irgendwas draus werden. Deswegen würde ich jetzt auch sagen, ich zeige dir jetzt noch, wie man jetzt dann weiter am Bosse vorgehen wird. Also wir müssen jetzt nicht rundherum die Schläge ziehen. Und jetzt ist nämlich das, wir arbeiten jetzt dann vom Bossen weg. Aha. Ja. Weil wenn du Ich hätte jetzt hier jetzt weiter, also von oben, wie du gesagt hast. Reingehauen, genau. Und die Fläche dann hier so langsam bearbeitet. Aber jetzt sag mal, wie der Profi es macht. Um das bildlich zu erklären, wenn du jetzt hier reinhaust, ist der ganze Stein hinten dran. Und wenn du von hier reinhaust, ist nur Luft, da kannst du einfach wegfliegen. Ne? Also immer so einfach wie möglich machen. Okay. Die Gefahr besteht nicht, dass von dem hier jetzt was abbricht. Doch. Schon besteht immer. Das ist dann Gefühl, das passiert mir noch 20 Jahre immer noch, dass mir eine Ecke wegfliegt oder so. Mhm. Da gibt es dann eine gute Akemi-Epoxidharz. Da kann man sich dann aber auch langsam dran tasten, dass das wegfliegt, das Zeug. Ich meine, unsere Schläge hier, die sind jetzt relativ schmal. Da wird man jetzt nicht mit Gewalt hier runter wegtreiben. Das wird definitiv, da kann man dann, wenn das grobe Fleisch weg ist, nochmal von vorne reinhauen. Okay. Das geht dann. Okay. Also du siehst ja hier, ich nehme nie so viel Material vors Eisen. Sieht wenig aus, aber es fliegt dann doch besser weg. Okay, man macht sich damit einfach nicht so viel Arbeit. Ja. Genau, du machst es so eigentlich einfacher. Okay. Und wenn du jetzt hier guckst, jetzt ist er zum Beispiel auch wieder in so ein Loch rein, das Eisen. Ne? Da kann man beim Travertin ruhig mal so ein bisschen drücken. Wenn er im Sandstein richtig hart geschmiedetes Eisen, wenn du das im Sandstein machst, ist dann halt die Spitze weg, wenn du so pickst. Das kann heutzutage leider auch keiner mehr. Schmied ist leider auch ein aussterbender Beruf, der das noch richtig macht. Also wir hatten früher einen ganz alten Schmied, der hat es dann über dem Feuer geschmiedet und in heißem Öl gehärtet. Aha. Und heute wird es auch noch über dem Brenner gemacht. Die kannst du eigentlich direkt noch im ersten Schlag wieder zum Schmied bringen, weil die Spitze ist dann zu hart gehärtet. Ah ja, die bricht dann halt schneller. Ne? So, und jetzt kannst du wieder runterhauen. Ich würde sagen, wir machen jetzt gerade so ein kleines Action, dann können wir mit den großen Dinger mal drauf rumdünnen. Tobi, ich merke aber gerade, du ermüdest ziemlich. Du hast die fehlende Kraft hier als Steinmetz, da hast du nicht die Erfahrung.
Ja. Wollen wir nicht erstmal frühstücken gehen? Das können wir mal. Okay, dann machen wir hier Pause. Ja. Ich merke es schon in den Armen, muss ich sagen. Ich bin ja, jetzt auch nicht der Schwächste, aber das ist schon, wenn du das nicht gewöhnt bist, ne, dann, und wahrscheinlich auch noch falsch haust, ne, mit jedem Schlag zu viel Kraft, ne, müde ist doch schnell. Mit dem Schmerz in der Arme, der kommt erst noch. Ah ja. Der Spaß, wenn wir an die große historische Werkzeuge gehen, da kommt der Schmerz. Da bin ich ja sehr drauf gespannt. Das ist dann dieses Ding hier. Verrückt. Sieht aus wie irgendwo Folterwerkzeug. Folterwerkzeug, aber echt. Und wiegt ja, was wiegt das Ding hier? 7-8 Kilo? Hätte ich jetzt auch gesagt. Ich arbeite jetzt die Fläche vor und dann können wir noch ein bisschen mit den historischen Handwerkzeugen drauf rumarbeiten. Sehr schön, okay. Das heißt, du haust jetzt den Bossen hier mal runter, ne? Genau. Okay. Wie viel Arbeit in einem so einen Stein steckt. Ne? Und wenn du dir historische Mauern anschaust, die nicht mit Maschinen oder Pressluft oder so bearbeitet wurden, alles von Hand, Wahnsinn. Ne? Und früher die Steinmetze in den traditionellen Bauhütten, die hatte keinen Stundenlohn, die wurde ja nach Stück bezahlt. Ne? Also da hat man dann doch angeklotzt. Ja. Man sieht dann auch ganz oft, dass wenn so irgendwas Altes abgebaut wird, in der Lagerfuge ist dann oft das Steinmetzzeichen drin. Ah, ja. Und danach, das war eigentlich die ursprüngliche Sache, war, dass danach abgerechnet wurde. Also der Bauherr ist dann irgendwann immer in den Hof gegangen und hat gesagt, da ist vom Karl Ottos Zeichen drin, da vom Horst, und der hat dann nach Zeichen ist dann abgerechnet worden. Okay. So, jetzt geht's weiter mit dem Zweispitz. Das ist für relativ grobe Arbeiten. Ja. Da drücke ich ihn dir einfach mal in der Hand und du kannst schon mal gucken, wie du jetzt da loslegen wirst. Also ich würde den auf keinen Fall hier halten, um viel Schwung zu haben, weil dann bin ich nach dem dritten Schlag wahrscheinlich müde. Genau. Ne? Ich würde ihn tatsächlich hier vorne halten, was unüblich ist, aber so denke ich mal, habe ich mir mehr. Aber was ich hier machen soll, hätte ich keine Ahnung. So vielleicht. Das ist schon in die richtige Richtung. Sowas? Also ich würde es auf jeden Fall mit zwei Händen nehmen und die Bewegung, die kommt nicht so wie so ein Holzfäller, sondern die Bewegung bei dem Werkzeug ist aus dem Handgelenk. Aha. Und man hält es leicht schräg. Das ist dann quasi wie ein Spitzeisen wird es genutzt. Also das ist auch dann schon, in der Gotik sieht man das auch ganz oft als Oberflächenendbearbeitung schon. Aha. Aber wir nutzen das jetzt hier, um das Gespitzte noch ein bisschen feiner zu machen. Also das ist auch nicht schlimm, wenn man da dann zu tief kommt, weil wir wollen ja nur gerade die Fuge für einen Mauerstein machen. Ja. Wenn du das jetzt beim Sandstein für saubere Fläche nutzen würdest, musst du halt viel mehr aufpassen. Ist es nicht so, wenn ich so Mauersteine mache, dass ich in der Mitte sowieso eher etwas mehr abnehme als am Rand, dass er auf jeden Fall plan liegt? Ja. Schon, ne? Ja, aber ich würde nicht zu viel machen, weil dann hast du am Rand Druckstelle und wenn es schwere Steine sind, und du hast mörtellos, willst es verlegen, hast du deinen Druck auf die Ecke und dann hast du doch eher die Gefahr, dass die Ecke wegfliegt. Okay. Also das Beste wäre schon Plan. Ja. Okay. Ich meine, wenn das ein bisschen hügelig ist, du willst eine Trockenmauer machen, dann theoretisch könntest du das auch so machen, Hauptsache es ist gerade und da könnte dann auch noch Insekten oder sonst irgendwelches Geläsch drin, genau. Niste. Genau. Ne? So? Immer die Hände so übereinander, also du hast quasi die rechte Hand ist beim Rechtshänder die Führungshand, genau, und die andere legst du so drauf und dann kommt es aus dem Handgelenk, genau. Und dann seitlich schräg. Okay. Und wenn du das jetzt immer so 10 Minuten machst, wirst du merken, dass das gar nicht so leicht ist vom Gefühl her im Unterarm. Auch hier musst du am Rand wieder aufpassen, dass du nicht drüber hinauskommst. Gut. Allein zu treffen, die Stelle, die ich gerne treffen würde, ist gar nicht so einfach, muss ich sagen. Ja, aber von der Trefferquote her ist echt schon richtig gut, wie du das machst. Weil viele, die hacken dann halt einfach in die Fläche rein. Du hast schon den richtigen Winkel direkt so vom Gefühl heraus gefunden. Ah, okay. Boah, wie viele Stunden arbeitet man da mit so einem Ding, bevor man tot ist? Wir haben da schon quadratmeterweise Oberfläche mit hergestellt. Das ist halt...
Du merkst schon so richtig, gerade so bei den Lehrlingen am Anfang, merkst schon, wenn dann öfters mal abgekehrt, was sonst dann nicht gemacht wird. Genau. Oder mal einen Schluck Wasser nehmen, getrunken und so. Da sucht man sich dann schon irgendwelche Sachen, die man so zwischendrin machen kann, dass es nicht so arg auffällt, dass der Unterarm brennt wie Hölle. Ich merke es jetzt schon, nur brutal. Und das ist jetzt vom Gewicht her ja noch eins der leichten von den Flaschenwerkzeugen. Okay. Aha. Das schaut schon gut aus. Zwischendrin mal immer abkehren, da kann sich der Unterarm ausruhen und mal eine Besen hin. Wo ist er denn? Da. Und vor allem sieht man dann halt auch, was man treibt. Aber es schaut ja schon toll aus, du, ne? Also du kannst mit dem Gerät schon die Fläche relativ grad machen, ne? Und jetzt hier am Rand würde ich jetzt dann von der anderen Seite den Rest... Dass ich wieder genau, keine Gefahr habe, dass du in die Gefahr läufst, das weg. Kann ich auch... Kannst du auch. Das ist eigentlich... Von links nach rechts, aber... Das ist so viel schwerer, aber das geht Gerät, gar nicht. Das Gerät nutzt sich gleichzeitig ab. Und dann hast du dann wieder scharf, wenn du es drehst. Das muss man lernen. Das, ich kann es nicht. Nee. Das ist wie mit links werfen dann. Ich sag ganz ehrlich, ich würde es aber auch nicht machen. Da würde ich das Ding dann lieber zum Schmied tun, wenn es ist. Ah ja, gut, okay. Aber dann würde es jetzt hier so weitergehen. Genau. Stehe ich nur mir selber total im Schatten. Okay. Jetzt kommen wir zum nächsten. Das ist der Krönel. Das ist auch ein Flächenbearbeitungsgerät. Da gibt es zwei Seiten, aber eingestellt ist eigentlich immer nur eine Seite. Also hier siehst du, wenn du hier jetzt einen Winkel draufheben würdest, wäre das alles in einer Reihe. Und hier sind halt die Dinger vom Schmiede, sind die unterschiedlich lang. Irgendwann ist dann quasi... Okay. So könntest du es nicht nutzen. Da würdest du dann jetzt die so weit rausstehen, in die Fläche hauen, die anderen würde gar nicht treffen. Genau, aber ich kann den irgendwann mal umdrehen, wenn die abgenutzt genau, sind. Genau, das ist der Sinn. Du kannst dann einfach die Seite wechseln. Und da unten ist der Keil, der macht die fest. Genau, der macht die fest. Auch den Krönel nimmst du wieder so, wie den Zweispitz. Und auch hier wird aus dem Handgelenk gearbeitet. Beim Krönel ist die Kunst, erstens das Saugewicht von dem Ding zu halten und zweitens das dann so zu machen, dass alle Zähne treffen. Ja. Weil wenn du so am Anfang hast, dann oft triffst du mal mit Overdem, dann triffst du mal mit Unedem. Und wenn du das einigermaßen kannst, sollte dann schon die Zähne relativ gleich auftreffen. Und der Vorteil bei dem Gerät ist wahrscheinlich, dass ich eine Menge Fläche bearbeiten kann auf einmal, ne? Ja, vor allem, wenn du jetzt hier schon guckst, das ist jetzt schon fast grad, ne? Ja, stark, ja. Auch diesen Griff, ja? Genau, und wieder die gleiche und wieder aus dem Handgelenk, Und diese Schräge ist da, nicht parallel hierzu, weil ich so haue, ne? Genau, okay. Genau. Winkel stimmt ungefähr? Ja, der hier. Das merkst du, wenn der nicht stimmt. Du kannst ja mal, hack dir einfach mal gerade rein, wie mit dem Beil in den Holzscheit hacken wird. Das passiert so gut wie gar nichts. Das funktioniert ich nicht. Ich muss hier. Zum Beispiel die Keilwirkung. Ah ja. Aber das sieht alles schon gut aus, wie du das machst. Muss ich echt zugeben. Da habe ich schon schlechtere Praktikanten gehabt. Ja, ich mag aber auch die Bearbeitung von Steinen. Stein finde ich einfach eine klasse Sache, gerade für Mauerbau oder sonstige Sachen. Ja. Liege ich richtig, dass der auch frostfest ist? Es kann ja Wasser rein. Ja, aber das Gefüge ist doch schon so groß, dass da nichts passiert. Genau, das habe ich auch gehört. Das stimmt. Ich meine, wenn du jetzt ein Riesenloch irgendwie drin wäre, kann das schon sein, dass das mal vollläuft und drückt aufs Gefüge, dass da ein bisschen ein Riss drin ist. Aber der also er ist so porös, dass er innen drin genug Luft hat, genug Raum hat, dass sich das Eis dann ausdehnen kann. Ja, ne? Und dann sprengt es nicht. Würde ich mir keinen Gedanken machen. Ja. Und der hat auch relativ hohe Druckfestigkeit, obwohl der so locker ist vom Ding her. Ne? Das ist deswegen kannst du ja Häuser draus bauen. Genau, ne? Das ist dann halt immer Geschmackssache. Ich bin jetzt mehr so, sagen wir, der Sandsteinliebhaber. Aha. Ja, ist auch ein toller Stein. Aber es kommt halt immer auch auf die Region an. Ich wäre jetzt überhaupt kein Typ, der jetzt in Odenwälder Sandstein hier irgendwo noch Bayern karre wird, um dann dort einzubauen. Lokaler und Stein. Genauso ist es ja mit dem ganzen indischen Kram. Mhm. Man muss sich halt mal vorstellen, mit so riesengroßen Containerschiffen wird der Kram vom anderen Ende der Welt daher zu uns gekarrt. Und ist noch viel billiger als unser lokales Zeug. Genau. Ne? Wäre sogar billiger, wenn du jetzt einen Grabstein sogar aus einheimischem Material machen wolltest, wäre es wahrscheinlich günstiger, das Ding auf Indien zu schicken und dann wieder zurück zu holen, wie da ein deutsche Geselle dran zu stellen. Fürchterlich. Ja. Aber auch hier ist es wie immer, der Kunde macht den Preis. Ne? Der Kunde will nichts ausgeben. Wenn die Steinmetze alles sagen würde, wir halten jetzt zusammen, es gibt deutsches Material und jeder zahlt bei jedem den gleichen Preis, dann wäre das ein ganz anderes Arbeit. Aber das sind dann wirklich Leute, die rennen dann wegen 50 Euro billiger zu irgendeinem anderen Steinmetz. Ja. Das ist halt, da stirbt erstens die Tradition und zweitens das einheimische Material, weil es keiner mehr zahlen will. Schade drum, das sehe ich auch so.
Was beim Grönel auch noch ganz lustig ist, auf der Berufsschule, wenn da die Jungs nicht mehr können, dann nehmen sie ihn immer so und hacken dann so drauf rum. Das ist dann schon noch so ein bisschen Entlastung, aber ist halt doch scheiße. Ja, irgendwann machen die Unterarme nicht mehr mit, ne? Ja. Also man sieht es jetzt auch, wenn ich das mache, meine Hiebe sind dann doch ein bisschen länger und kräftiger zu sehen wie deine kurzen. Ja. Ja. Und jetzt, da es hier nur ein Mauerstein werden soll, nehmen wir dann so ein Flächenbeil zur Endbearbeitung. Das ist in der Gotik tauchen viel gebeilte Oberfläche auf. Mhm. Und das Scharier-Eisen, das ist so die typische Renaissance-Oberflächebearbeitung, die kam dann erst später dazu. Wie heißt das? Welches Werkzeug ist das? Das wäre das Scharier-Eisen. Ah ja. Mhm. Ich beile es immer nur drüber. Damit machst du es dann wahrscheinlich glatt, oder? Genau. Ja. Und auch Zierhiebe. Also da kannst du mit dem Scharier-Muster eine Beile das mal und dann zeige ich dir das auch. Okay. Also beim Beil kannst du jetzt auch hier mit der gezahnten Fläche, also das hier ist eine Zahnfläche und das ist eine Fläche, heißt das ja. Gerät eigentlich. Flächenbeil, Zahnfläche. Du könntest jetzt hier erst mit der Zahnfläche drüber gehen. Das nimmt nochmal ein bisschen gröber das Material weg und dann zum Schluss die Glattfläche nutzen. Aha. Und das funktioniert, also das System ist immer gleich aus dem Handgelenk und auch immer versuchen, dass die ganze Schneide trifft. Aha, aber hier gehst du jetzt quer zu deinem vorherigen. Genau. Strich. Dann hast du wieder mehr Material, das wegfliegt, weil du wieder gegen die Struktur des letzten Arbeitsgangs arbeitest. Und du gehst hier deutlich steiler als mit den anderen Werkzeugen. Ja, genau. Aber nur um diese Hügel jetzt rauszuholen, ne? Das sage ich ganz ehrlich, weil das Ding sau stumpf ist. Mhm. Also wenn das richtig frisch geschmiedet wäre, könntest du das auch flacher halten. Ah. Aber da das so stumpf ist. Mhm. Gut. Aber wenn du das jetzt, ich habe auch so einen Schleifbock in der Werkstatt, da könnte ich es anschleifen, aber dann wäre sofort die Härte weg vom Schmieden. Und wie macht man sonst? Also wenn das entweder kannst du das den Stiel raus, machst beim Sandstein die Oberfläche nass und reibst scharf. Genau. Aber sobald du das an einem Schleifbock machst, wird es heiß ist, und genau. Dann ist die Härte weg. Okay. Auch hier musst du dann am Rand aufpassen, wenn du jetzt das Ding irgendwie schräg hast, ist halt klar die Ecke weg. Und die Fläche machst du hier jetzt aber so ein bisschen nach Augenmaß. Da legst du jetzt keinen Winkel auf oder so, ne? Mauerstein. Da kannst du dann später zum Schluss immer mal noch Latte oder was drüber legen. Und wenn da noch irgendwas zu viel ist, haust du halt einfach weg. Sieht gut aus. Bei dir ist jetzt sehr kopflastig vom Treffer her. Also du triffst mit mehr Kraft mit vorne. Mit der hier, okay. Besser? Ja, ist besser. Ich hatte heute Morgen schon Handkäse mit Musik, da kommt die Kraft her. Ja. Wer? Oma oder? Meine Oma. Oma hat es gemacht. Ja. Oh, ich liebe ja Handkäse mit Musik. Werde ich auch mal ein Rezeptvideo dazu machen. Ist nicht jedermanns Sache, ganz klar, aber für echte Männer. Du magst ja nicht. Ne? Ich will ja doch noch ein Stück essen. Das könntest du jetzt zum Beispiel auch mit dem Scharier-Eisen schon machen von der. Teller? Genau. Und da ist die Kunst, dass du halt dann immer wieder am Hiebende ansetzt. Ja. Ne? Mhm. Der rutscht die halt weg. Also genau. Ist ja normal. Ja. Das sieht man dann auch ganz oft, wenn ein Stein mit nicht scharieren kann, dann fliegt es da immer so. Das machen ganz viele. Ah ja. Aha. Künstlerinnen machen das oft. Die Kraft des Schlages soll in diesen Strich da gehen. Genau. Ja. Und wenn das jetzt. Hier machen wir das jetzt nur, um die Oberfläche gerade zu machen. Ja. Aber wenn das jetzt zum Beispiel, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, in der Renaissance als Oberflächebearbeitung über ein richtig breites Stein anwenden würdest, dann würdest du, wenn du auf die eine Bahn durchziehen und wenn du hier ansetzen würdest, ist dann die Kunst, immer wieder Hieb in Hieb zu treffen. Ja. Dass es dann quasi wie eine durchlaufende Rille ist. Und das ist die Kunst. Also die Charrua ist quasi die Handschrift des Steinmetzes. Das sieht man ja oft. Das sind dann so diese... Genau. Durchgehenden Linien, die genau. du da hast. Genau. Und das ist die schöne Schrift des Steinmetzes. Gut. Also das sieht man auf 50 Meter, wenn ich mir Fenstergewände angucke, kann ich sagen, der Steinmetz kann nicht scharieren. Und das ist meine Frau, wenn wir irgendwie durch die Stadt laufen und sagen, guck mal, du kannst wieder nicht scharieren. Und sagt, ich kann es nicht mehr hören. Aber das ist halt immer so, das ist so, wenn du den Beruf gelernt hast und auch liebst, guckst du dir die Sache mit ganz anderen Augen an. Genau. Also ich könnte mich jetzt... Ich war vor ein paar Jahren erst schon mal in Köln am Dom. Ich könnte mich schon den ganzen Tag mit dem Liegestuhl auf den Domplatz legen und einfach nur
nach Overgruppe. So eine Wahnsinn. Tolle Arbeit. Ja. Ne? Ja. Super schön. Regensburg, der Dom, sagenhaft. Mhm. Mein Lehrmeister von der Restauratorenschule, der war da mal Dombaumeister eine Zeit lang. Sehr gut. Haben wir auch so Bauhüttenbesichtigungen so gemacht. Ja. Sagenhaft, sagenhaft. Ah, tolle Arbeit. Ja. Nächster Arbeitsschritt wäre hier jetzt den Bossen weiter weg treiben, genau. Oder? Ja. Und dann hier sich weiter vorarbeiten. Genau. Okay. Und dann hast du ja irgendwann deine Lagerfläche, ne? Ja. Und dann würde ich einen drehen und dann von dieser Fläche aus im Winkel die mit nächste Fläche. Ja? Darunter. Und es geht dann Stück für Stück und irgendwann hast du halt dein rechtwinkliges Quader. Wobei, ich brauche ja für die Mauer den Stein nicht auf allen Seiten bauen. Nee, du brauchst unten bloß die Lagerfläche. Und oben reichen, links und rechts grob. Und das hier schaut ja aus der Mauer raus. Genau, ne? Genau. Das ist wieder wie so eine Bossenmauer quasi. Ja, wunderschön. Gewachsener Bossen, ja. 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 Tobi, ich würde sagen, lass mal das mal gut sein. Ja. Gehen wir mal an den Mauerbau und schauen mal, den Stein nehmen wir gleich mal mit zur Mauer. Komm her. Alle. Ich habe alles eingearbeitet, was ich noch so hatte. Ja. Auch hier die Findlinge hinter dir. Ja, das ist halt geil. Das ist, für mich ist es, wir leben die Mauer. Wenn ab und zu mal was rauskommt, so die geleckten Steine, das mir persönlich gefällt das überhaupt nicht. Ich finde es auch super. Ja. Auch wenn es vielleicht nicht nötig ist, ich habe trotzdem noch Dachplatten drauf gemacht. Habe ich mir alte besorgt. Die Biberschwänze hier, auch von einer abgerissenen Scheune, auch die wollten sie wegschmeißen. Habe ich kostenlos bekommen. Ja, top. Fetten Anhänger voll. Also ich würde da auf jeden Fall eine Abdeckung drauf machen. Schon, schön, dann eine Naturstein-Abdeckplatte, 4-5 cm mit ein bisschen Gefälle auf einer Seite und Tropfkante. Ich meine, das ist zwar bei Dennis Steine jetzt wurscht. Das Ding, aber schon allein um die Fuge zu schützen, dass da doch kein Wasser eindringt. Ja, okay. Weil wenn es jetzt kleinere Fuge wären und du hast einen Riss, Wasser dringt ein, Winter gefriert, auf, hast du doch wieder einen Schlag drin. Wieder, und das hast du halt doch nicht, wenn du Abdeckplatte oben drauf hast. Eben. Also die Mauer haben wir gebaut hier, Gartenmauer. Dann habe ich da vorne noch ein Rundell gemacht, gehen wir mal hin. Das ist doch nett, ne? Super. Auch da quasi nicht behauen, du siehst, ich habe halt mir rausgesucht, was geht an Steinen. Ja, das sind ja dann wieder die typische Zwickel, wenn man es vorhin drüber gehabt hat, die man dann zwischen reinsteckt, dass das Ding nicht wackelt. Eine absolute Kunst, Trockenmauer zu machen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Lernt ihr das als Steinmetz wahrscheinlich nicht, ne? Nee, das ist auch aussterbend. Also das gibt in manche Altgeselle kann es noch, aber heutzutage. Das machen dann sowieso nicht mehr die Steinmetze, das machen dann die ganze Landschaftsgärtner Heiner und Kram, die machen das dann. Wie wird eine Trockenmauer ersetzt heute? Durch? Ja. Beton. Entweder Beton oder Gabionen. Genau, Gabionen. Ja. Gabionen sind Gitterkästen, Drahtkörper, die füllt man mit Steinen auf und fertig. Sieht man an Autobahnrändern und so ganz häufig, um Böschungen abzufangen. Genau. Geht halt schnell, ist günstig, hält aber auch ewig. Ne? Ewig, immer noch schöner als eine Betonmauer. Das auf jeden Fall. Können Viecher auch rein. Ja. Und Funktion ist super, muss ich sagen. Es ist wirklich viel Gewicht da, stützt ab, stützt einen Hang. Ja, und trotz, dass so viele kleine Steine drin sind durch den Korb, hast du trotzdem einen riesen Klotz, der schwer beweglich ist und das gut befestigen kann. Ja, das ist doch schon eine gute Lösung. Mir gefallen sie nicht, aber wie gesagt, besser als eine Betonwand oder so irgendwas anderes Hässliches. Also daheim würde ich mir so auch nicht hinsetzen, aber so. Mittlerweile sieht man so als Zaun auch überall. Ne? Nee, ist auch nicht mein Ding. Lieber Trockenmauer, absoluter Liebling. Natur, oder auch gemörtelt, wie hier die Mauer, die Gartenmauer. Ja. Was ich auch schon gemacht habe, ist dann so Betonmauer verblendet mit Sandstein. Das geht auch. Da stand so 2 cm Bossesteinchen und das klebe ich dann wie Fliese an der Beton drauf. Und dann fuchst halt aus. Sieht dann wieder aus, als ob. Natursteinmauer. Obwohl, vom Ding her ist es wahrscheinlich sogar teurer, wie wenn du jetzt das aus Sandstein hinsetzt. Okay. Ist dann doch ein bisschen Gfuddel immer. Du, Tobi, vielen Dank fürs Helfen. Ja, gerne. Ich habe mal wieder ein bisschen was dazugelernt, wie man so einen Stein so gerade kriegt. Mal werde ich auf jeden Fall auch für mein Projekt, das ich da vorne in Arbeit habe, dieses Mäuerchen, wie gesagt, ein Film kommt dazu, werde ich das auf jeden Fall umsetzen, werde ein bisschen hier Unterarme kriegen. Wahrscheinlich. Das ist schon so Bolle da irgendwie. Sehe ich aus wie Popeye irgendwann. Aber muss man machen, damit man einfach eine schöne Mauer hinkriegt. Ja. Ne? Ein bisschen bearbeiten muss man. Ja, die Quälerei lohnt sich unterm Strich dann wieder. Es sieht gut aus. Sieht einfach besser aus. Du hast mir auch den Tipp gegeben, ich kann gerne auch mit einer großen Flex so vorschneiden, das Grobe. Ne? Ja, genau. Wenn ich jetzt den Quader vor mir habe und ich habe dann den Bossen oben drauf, den ich wegtragen muss, kann ich einfach so mehrere Schnitte reinmachen? So würde ich das machen. Ah, okay. Und die kann ich dann auch Die kann ich dann wegklopfen,
Ich habe auch so eine Luftdruckpistole mit, geht auch. Geht auch. Mit dem Meißel, ne? Kann ja, ich auch arbeiten, auch. Klar. Um ja. mich ein bisschen zu entlasten. Weil es sind doch, was weiß ich, werden bestimmt so 60, 70 Steine werden. Ja. Also ich würde das auch mit Pressluftreflex machen. Also ich würde mich jetzt nicht nur von Hand hinstellen. Ja, okay. Es ist schön, wenn man es kann, aber es ist halt wirklich eine Quälerei, ich selber gesehen, würde das dann auch mit Maschine machen. Wenn man überlegt, so ein Bauwerk wie der Kölner Dom, alles von Hand damals gearbeitet. Ne? Ja. Und ich glaube, die historischen Steine, die sie jetzt nacharbeiten, die sind auch noch von Hand, ne? Damit die Handstrukturarbeit dann wieder stimmen, drin ist. Ja. Also echt Wahnsinn. Ja. Hut ab für Steinmetzarbeit. Tobias, vielen Dank fürs Kommen. Ja, gerne. Was heißt kommen? Wir sind ja eh im Garten-YouTuber-Treffen gerade hier. Garten ist voll mit Leuten. Ja. Und freue mich, dass du da bist, dass du mitgekommen bist. Ja, freue mich, dass ich eingeladen wurde. YouTube-Kanal Tobias Kabel. Toller Gartenkanal, macht total Spaß. Wenn er so weitermacht, hat er mich bald eingeholt, würde ich sagen. Und was ich auch schön finde, musste mal wieder öfters machen, sind so Steinmetzarbeiten bei dir in der Werkstatt. Ja. Ich finde es spannend, weil ich bin ein Steinfan. Du siehst, wenn ich irgendwo Findlinge finde hier und ich kriege die, packe ich sie mir ein und fahre sie hierher. Im Garten habe ich viele Findlinge liegen. Also ich mag sie. Mhm. Bitte auf Tobias Kanal schauen, lohnt sich. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Selbstversorger Rigotti. Ciao. Mit Tobias.